ich denn ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Samstagmittag, 14 Uhr. In etwa einer Stunde startet das Programm zum zweiten Tag der Trinkhallen. Schon jetzt ist es voll vor Rosis Stübchen. Inhaberin ist Rosita Zaubi. Sie ist seit über 25 Jahren Kioskbesitzerin. Angefangen habe ich hier in diesem kleinen Stübchen 1982, ja, auf 4 Quadratmeter und habe mich vor 3 Jahren dann in diesem etwas größeren Laden, also bin ich übersiedelt. Also schon eine ganze Weile, ja. Ich habe also Kunden hier, wo die Kinder so klein waren und die haben heute Kinder, die auch so klein sind und hierher kommen. Also das ist auch so. Also die bediene ich auch noch. Nach der Premiere vor 2 Jahren ist Rosis Stübchen auch in diesem Jahr wieder Programmbude beim Tag der Trinkhallen. Ich wurde gefragt, was schön ist daran. Ich sage, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich musste mich korrigieren. Der schönste Tag war die Geburt meiner Tochter. Aber danach kam direkt der Tag. Also das war ein Traum, ein Traum. Und das ging bis abends. Und auch heute wird es spät. Darum wird sich schon fleißig gestärkt. Und dafür sorgt die Chefin persönlich. Viele planen noch ihre Route. 50 Buden im Ruhrgebiet versprechen heute ein buntes Programm. 6 alleine in Duisburg. Wenige Kilometer von Rosis Stübchen ist auch schon gut was los am Blauen Bütchen in Ruhrort. Neben Bratwurst, Bier und Bonbons steht hier Team Poetry Slam auf dem Programm. Hey, Jungs! Komm noch mal zusammen! Und Mädels und auch du, Silas. Männer! Ihr Lieben! Da draußen wartet ein Kampf auf uns. Das wird richtig schön heute. Sichtlich Spaß hat nicht nur das Publikum, sondern auch Frank Scheimann, der das Blaue Bütchen seit Ende des letzten Jahres führt. Das Bütchen ist eine der ältesten Trinkhallen im Ruhrgebiet, an der für den Besitzer auch Kindheitserinnerungen hängen. Vor über 30 Jahren, weit über 30 Jahren, also das sind ja eigentlich 43 Jahre, habe ich hier gestanden mit meiner ersten Freundin und habe hier ein Säckchen Murmeln gekauft, wo ich mir das Geld zu Hause von meiner Mama zusammengeschnurrt habe. Und ich wollte einfach nicht, dass das vergeht. Und habe zu meiner Frau gesagt, komm, das halten wir hoch, ne? Klar haben sich die Zeiten geändert. Du siehst, wir haben nicht viel Spielzeug, ne? Weil diese Kinder diese Murmeln nicht kennen. Aber ich habe jetzt, man kennt eBay, man kennt Amazon, ich habe jetzt Murmeln bestellt. Und ich werde jetzt mit den Kindern, die hier vorbeikommen, werde ich versuchen, abends mit denen ein paar Löcherchen zu machen, mit den Murmeln zu spielen. Vielleicht kommen die mal auf den Trichter, wieder Murmeln zu spielen. Und dass das interessant ist, das finde ich wichtig. Draußen zu sein, an der frischen Luft, wie wir das früher auch waren. Zurück bei Rosis Stübchen. Hier sorgt mittlerweile unter anderem Susi Kerstgens für Stimmung. Die Frontfrau der Kölner Band Klee ist zum 2. Mal beim Tag der Trinkhallen dabei. Das macht einfach Spaß, weil das Schöne finde ich, Ruhrgebiet spezifisch vielleicht auch, dass so in Trinkhallen sich halt alt und jung auch treffen, sich austauschen. Wenn man so in Süddeutschland ist, unterwegs ist zum Beispiel, gibt es sowas ja gar nicht. Und das vermisse ich dann auch total. Also dass man abends, nachts, je nachdem, auch einfach mal rumgehen kann, sich noch was zu schnuppen holen kann. Du hast ein Tütchen bunt oder so, gibt's da ja gar nicht. Oder halt auch Tasse Kaffee trinken, ein bisschen austauschen, nachbarschaftliches Verhältnis hat. Das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, wo doch alle sozialmedienmäßig unterwegs sind, alles über Computer und geht und man eigentlich gar nicht mehr so richtig menschlichen Austausch hat. Und da sind die Bütchen zu schützen, die Trinkhallen und auch die Kioske. Das sehen die Besucher übrigens ganz ähnlich. Der Tag der Trinkhallen kommt durchweg gut an und sorgt für eine ordentliche Portion Nostalgie. Wir waren schon an 3 Buden und wir sind ganz dolle Sammlerinnen und Sammler. Wir freuen uns wie Bolle und fühlen uns in die Kindheit zurückversetzt. Kindheitserinnerung heißt für mich, mein Opa hat ein Bütchen und zwar in Duisburg-Marxloh. Hat leider noch nie teilgenommen, aber den gibt es auch gar nicht mehr. Also wirklich Kindheitserinnerung. Also für mich ist es eine alte Erinnerung, ne? Bütchen, ne?
und dann eben die Tüte, aber jetzt eben das Bierchen. Das ist einfach schön. Trinkhalle, also ich komme ja auch aus Duisburg ursprünglich, war als Kind immer so eine schöne Erfahrung, so nach der Schule gehst du mal zur Trinkhalle, kaufst dir eine Packung Süßigkeiten oder ein Eis. Ob das Feierabendbier, das belegte Brötchen oder die gute alte gemischte Tüte. Die Budenkultur lebt nach wie vor. Das hat der zweite Tag der Trinkhallen wieder eindrucksvoll gezeigt.